Das Lock. Weiß nicht. Gut, muss aufpassen, dass es nicht passiert. Ja, ich hatte, wie gesagt, Metaphysik Zeta 13 zum Beispiel verteilt und Sie ja sehen können. Er sagt zum Beispiel, dass das Allgemeine oder das gemeinsam prädiziert, kein dieses Etwas oder keine Substanz sein kann, sonst werden wir den dritten Menschen haben. Auch hier sagt nicht, was der dritte Mensch ist. Aber er sagt, wir müssen das Allgemeine richtig interpretieren. Oder in Kategorienschrift 5, das ich ja auch ebenfalls letztes Mal verteilt hatte, Sie können sehen, er sagte, es gibt die erste Substanz, das heißt der einzelne Mensch, und das ist ein dieses Etwas, ist numerisch 1, das heißt, es ist das dreidimensionale Objekt, mit dem wir konfrontiert werden. Und dann gibt es die zweiten Substanzen, Menschen, welche von den, eben in der Sprache von den Interpretationen, das Allgemeine, das von der Polarität von Menschen prädiziert werden. Aber er sagt, aufpassen, das ist kein dieses Etwas, das ist kein Gegenstand, das ist nicht numerisch 1, das ist ein solches, ein Polyon, sagt er, ein qualitatives. Das heißt, er will sagen, es ist mehr fast dasselbe als die Sprache von Zeta 8. Er sagt, ha, aufpassen, das scheint ein Objekt, ein Gegenstand zu sein. Ist es aber nicht, es ist kein Gegenstand, es ist nicht eine Einzelentität, es ist nicht ein Einzelding. Ist etwas, das ein solches gilt. Das heißt, entspricht etwas qualitativen im Sinne, qualitativen innerhalb der Substanz, sonst verkompliziert er sich das Leben, denn der will er nicht sagen, dass das eine reine Qualität ist, wie Rot zum Beispiel, sondern er entspricht das qualitative innerhalb einer Substanz. Das heißt, er spezifiziert, von welcher Substanz es sich handelt. Aber es gehört immer zu diesem Manöver. Aufpassen! Das, was nicht eine Einzelentität ist, darf nicht auf dieselbe Ebene von den Einzelentitäten gestellt werden. Keine Vervielfachung der Einzelentitäten, das ist ein qualitatives, das ist etwas anderes. Aber auch hier, aufpassen, meiner Meinung nach sagt er nicht, dass das nicht existiert. Er sagt, es ist ein qualitatives. Er will nicht das von der Wirklichkeit ausweisen, nicht notwendigerweise. Vielleicht kann man auch so interpretieren. Ich verbiete das nicht, aber will jetzt sagen, etwas ist zu sagen, einfach, nein, das existiert nicht, und etwas anderes zu sagen, das existiert nicht in der Form von einer Einzelentität, ist aber etwas Qualitatives. Meiner Meinung nach, das rechtfertigt nicht an sich selbst zur Auffassung, dass das nicht existiert. Vielleicht hätte er meinen wollen, aber vielleicht nicht. Sowieso, die Behauptung ist nicht eben dieselbe. Zeta 13, das von Zeta 13, es ist nur ein Teil vom Kapitel, den ich, als Beitrag gegeben habe. Es rettet sich, wer kann, denn wirklich, muss man sich fragen, in welchem Gemütszustand soll Aristoteles sein, wenn er dieses Kapitel geschrieben hat. Wirklich, man kann sich fragen, wirklich, ob er vom Sinnen war. Sie werden sehen, weshalb, aber ich würde das nicht raten, dass Sie jetzt das ganze Kapitel lesen, wenn Sie noch nicht schlechte Abenteuer gehabt haben, aber ich würde auf Montag verschieben. Aber es ist immerhin so, das heißt, er arbeitet in diesem Kapitel auch an dieser Differenzierung, sagt, das Allgemeine darf nicht so mit diesem verwechselt werden. Es ist ein derartiges, dort kommt Toyonde, ein derartiges, ein solches. Es ist nicht ein dieses Etwas, das heißt, es ist nicht ein dreidimensionales Objekt, es ist etwas anderes. Und die Ebenen der Wirklichkeit dürfen unter keinen Umständen miteinander verwechselt werden. Und das heißt, Kategorienschrift 5, Zeta 13,
dritter Mensch, sozusagen gehören zum selben Manöver. Das heißt, keine Verwechslung von Ebenen der Wirklichkeit. Und auch, irgendwie auch, Zeitanalytiken 11, Sie sehen können, er sagte, das Allgemeine sei nicht etwas, das neben den Einzelentitäten existiert. Das heißt, als eine weitere unabhängige Entität, es ist etwas, das prädiziert wird. Aber ich muss nicht das Allgemeine als eine weitere Einzelentität interpretieren. Das ist in diesen vier Zeilen enthalten. Wieder eine Polemik gegen die Ideen, um die Ideen auszuweisen und das Allgemeine einzuführen. Um die beiden als miteinander inkompatibel zu sehen. Ideen sind keine Allgemeinen. Und was wollte ich? Und auch, und auch, wir wollen auch Kategorienschrift 2 gehört zu diesem Manöver. Dort ist sozusagen die Lage komplizierter, denn dort wird von vier Bezirken, vier Bereichen der Wirklichkeit gesprochen. Das heißt, substanzielle Entitäten, wie zum Beispiel der einzelne Mensch, nicht substanzielle Einzelentitäten, wie das besondere Blau, die besondere Rote, allgemeine substanzielle Entitäten wie der allgemeine Mensch, das allgemeine Mensch und allgemeine nicht substanzielle Entitäten wie das Rote, das von den verschiedenen Konkretisierungen von Roten prädiziert wird. Aber auch dort ist das Manöver sozusagen zu sehen. Es gibt verschiedene Bereiche, und diese Bereiche der Wirklichkeit dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Das gehört auch zu diesem Manöver. Unterscheiden wir, lass uns richtig unterscheiden die Bereiche der Wirklichkeit. Und lassen wir diese Bereiche der Wirklichkeit nicht miteinander verwechseln. Es gibt die Einzelentitäten und ihr werdet sogar zwischen substanziellen Einzelentitäten, das heißt Mensch, und nicht substanzielle Entitäten, wie zum Beispiel die Qualität der Rot. Es ist eine Einzelentität, die das besondere Rote, aber es ist nicht Substanz. Substanz ist nur Menschen, Pferde, Bäume, das heißt Objekte, Gegenstände. Und da gibt es auch die entsprechenden allgemeinen Entitäten. Aber Aristoteles, wenn er in Kategorienschrift 2 das Gespräch einführt, die Rede einführt, spricht er um diese Bereiche einzuleiten, spricht er von den Entitäten sind die eine so und so und so. Das heißt, er gruppiert alle diese Entitäten unter denselben Nenner. Sie sind alle Entitäten der Wirklichkeit. Die gehören zur Wirklichkeit. Er sagt nicht, diese gehören ja und diese hingegen nicht. Er sagt nur, diese sind so und so und diese anderen sind so und so. Aber er macht nicht eine Differenzierung im Sinne, diese sind wirkliche Entitäten, authentisch, und diese nicht. Sie können sehen im ersten Satz, von den Entitäten sind diese so und so, und sagt von Ton de Onton. Sagt nicht, diese werde ich als authentische Entitäten anerkennen und diese hingegen nicht. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen, diese Argumente bis jetzt, das ist ein Teil von der Sitzung von heute. Und bevor ich auf das andere Problem der Diskrepanz in der Definition von Allgemeinen, das ist auch ein wichtiges Thema, eingehe, möchte ich eben fragen, ob es Fragen gibt.
verurteilendes Schweigen. Ja, bitte? Also die Argumentation gilt die nur für Lebewesen oder auch für leblose Körper? Ja, ich habe den Eindruck, dass auch für leblose Körper gelten könnte. Das heißt, wenn er in Zeta 8 spricht, spricht er auch von Artefakten zum Beispiel. Von künstlichen Produkten. Das heißt, wie eben, da spricht er von den Hirnenkugeln. Vom Hirnenkugel, von Form und Materie und dann sagt Form und Wesen und er scheint die beiden Gruppen, lebenslose und lebendige Körper, auf dieselbe Art und Weise zu behandeln. Aber das Argument vom dritten Menschen gilt vielleicht nicht für leblose Dinge. Jeder neue Tische. Genau. Quasi, ich habe unendlich viele Tische. Genau, das ist wahr. Aber es könnte auch gegen Tische angewendet werden, insofern als Platon im 10. Buch von Republik spricht vom authentischen Bett, das nicht die sich mit den konkreten Betten identifizieren lässt, sondern sagt, es gibt diese Idee und diese Idee wird realisiert in der Wirklichkeit. In diesem Sinne könnte auch gegen die Verdoppelung der Wirklichkeit bezüglich auch der künstlichen Produkte. Das ist nicht so, dass es gibt eine Idee von Tisch, es ist nicht so, dass Platon so interpretiert werden muss. Das kann die Interpretation von Aristoteles sein, aber Platon lässt sich auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Ich habe zum Beispiel auf die Webseite diese Dokumente Schema-Ideen, wo Sie zumindest zwei Interpretationen der Ideen finden können. Nehmen wir an, es ist so, dass die Idee als ein unabhängiger Gegenstand interpretiert werden kann und soll, dann ist die Sorge des Aristoteles zum Beispiel in Zeta zu sagen, es gibt nicht eine Kugel, welche als Idee, als unabhängiger Gegenstand existiert, neben den konkreten Kugeln. Das heißt, als ob sie eine weitere Kugel wäre. Das ist nur die Form. Das heißt, das ist das Programm, das im Kopf von Handwerker realisiert wird. Natürlich in diesem Sinne, das darf nicht gesagt werden, dass diese Eigenschaften eingefügt sind in der Wirklichkeit. Für die biologischen Eigenschaften kann man das sagen. Das heißt, für die Arten und Gattungen kann man sagen, ja, ich kann verstehen aufgrund von bestimmten Texten, dass Aristoteles Arten und Gattungen als ewige Potentialität interpretiert hat. Das heißt, es scheint so zu sein, dass Aristoteles nicht das Absterben von einer Gattung oder von einer Art in Betracht gezogen hat. Er spricht aber auch von Ewigkeit von den künstlichen Formen. Und natürlich hier muss man sich fragen, aber in welchem Sinne sind sie ewig? Denn für eine biologische Art kann ich sagen, ja, sie sind ewig, weil es immer wieder Mitglieder von dieser Art oder von dieser Art und Gattung geben wird. Aber für die Kugel, wenn man keine Kugel produziert, gibt es nicht Instanziationen, Konkretisierung von Kugeln. Er scheint aber so zu sprechen, und das ist ein großes Problem. In welchem Sinne sollten sie ewig sein, nach Zeta 8? Denn ohne Handwerker gibt es keine Kugel. Wahrscheinlich war seine Sorge hier zu sagen, diese sind ewig, aber nicht in der Form von der Ewigkeit der Ideen. Das heißt, sie sind nicht weitere Trägerinnen der Eigenschaft selbst. Wobei aber das uns immerhin mit dem Problem hoffen lässt, warum sollten sie ewig sein? Das ist etwas, das nicht so klar zu verstehen ist. Denn man könnte sagen, es ist ja ein Innatismus bestimmter Artefakten,
bestimmte Artefakte einführen wollen, aber das scheint auch einzigartig irgendwie. Das heißt, ich habe persönlich keine Antwort bezüglich dieses Problems. Bezüglich aber der, zum Beispiel der Objekte der Geometrie oder der Arithmetik, diese werden zum Beispiel als Objekte der Definitionen in 2. Analytik in 2.13, wo er auch das Problem der Definition 2. Analytik in Betracht zieht, und das scheint eben, dass er zum Beispiel Wesen von Nummer oder Wesen von geometrischen Figuren in Betracht gezogen hat. Und diese Wesen seien auch dort allgemeine Wesen, allgemeine Essenzen. Das heißt, das Wesen von Nummer 3, er definiert die Nummer 3, scheint ein allgemeingültiges Wesen zu sein für alle drei. Scheint etwas zu sein, das allen drei gemeinsam ist. Und deswegen scheint auch dieser Text dafür zu sprechen, dass er zuerst vom Problem vom Wesen abgefahren ist, ausgegangen ist, ob es eben Wesen gibt und dann, ob diese Wesen allgemeingültig ist, und deswegen auch eher das Allgemeine als eine Konsequenz sich stellt. Aber zuerst, gibt es Wesen oder nicht, gibt es Eigenschaften oder nicht? Ja, bitte? Wollte Sie? Ich weiß nicht, ob... Das, ich wollte nur... Ja, es scheint, dass deswegen, dass in diesem Sinne, dass die Rede über die allgemeinen Eigenschaften der Biologie, in der Biologie ist ohne Zweifel leichter, das zu sehen, denn kann man natürlich sich stützen auch auf alle Stellen, in welchen er spricht von Naturen. Das heißt zum Beispiel viele Passagen vom zweiten Buch von der Physik. Deswegen ist es leichter, denn dort scheint es, dass die Form oder die Natur gemeinsam für alle Repräsentanten von einer Art ist und deswegen allgemeingültig. Aber ich würde nicht ausschließen, dass diese Allgemeingültigkeit von bestimmten Essenzen auch zum Beispiel auf die Objekte der Geometrie oder der Arithmetik und insgesamt der Mathematik ausgeweitet werden kann. Ich würde das auch ausweiten. Für die Artefakte ist ohne Zweifel einzigartig, dass er die Formen von Artefakten als etwas Ewiges interpretiert hat. Das heißt, das kann mir selbst auch nicht so leicht erklären. Denn sie sind ja ewig, aber sie sind ewig im Kopf. Gibt es keinen Mensch? Wer denkt sie? Das Unbewegte bewegte nicht, denn das Unbewegte bewegte denkt nur an sich selbst. In Zeta 8, es ist ein Zeta 8, Metaphysik Zeta 8 ist ein überbeanspruchender und überbeanspruchter Text. Im Sinne, es gibt zu vieles drinnen. Er will zu viel sagen in viel zu wenige Zeilen. Er will Form, Natur bestimmen, dann will sie definieren, will Form und Materie in ihren Verhältnissen auch analysieren. Dann aber will er auch die Stellung, die Position in der Wirklichkeit von Form und Natur bestimmen als nicht ein, als Objekte, das heißt als solches, als Programme, will auch gegen Platon polemisieren und dann will er Händen wieder mit der Verhältnis zwischen Form und Natur, Form und Materie, will er das Kapitel beenden. Das heißt, es ist ohne Zweifel, es gibt viel zu vieles in diesem Kapitel. Wir haben auch philologische Probleme, muss man sagen. Das heißt, wie diese Texte rausgesprungen sind, wissen wir nicht. Das heißt, sie sind mehr hierher Sammlungen von Notizen her als die Metaphysik. Ich meine, die zweite Analytik ist schon anders, aber die Metaphysik ist eindeutig, vielen Büchern zumindest, etwas, das Notizsammlung war, hier als etwas, das für die Publikation. Deswegen, er hat Notizen genommen, aber
nicht alles in allen Punkten richtig dargelegt. Und natürlich, das ist ein Problem für uns. Denn wir, zu bestimmten Problemen werden wir, ich glaube persönlich, niemals eine Antwort bekommen. Es gibt in den Texten leider nicht eine Antwort. Und relativ klar ist, dass er in Seite 8 gegen die Idee polemisieren will. Wenn er beginnt zu sprechen, das ist ein Objekt, das ist ein dieses Etwas, das nicht, die Polemik ist gegen die Ideen, sofort. Immer. Sei es, dass sie die Ideen erwähnt, wie in Seite 8, sei es, dass er die Ideen nicht erwähnt. Ist immer so. Ja, bitte? Mhm. Also gibt es die dann, gibt es die immer, sind die aus dem Tuigriffen diese Bezeichnung für die Eigenschaften? Ja, das heißt, es scheint so zu sein, dass Aristoteles die Arten und Gattungen als ewig interpretiert hat. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel es gibt eine Art von Tier, der jetzt als einzige eine gewisse Eigenschaft zukommt, mhm. Ja, ohne Zweifel, aber der scheint in zwei Texten, dass in der Generation Animal, das entsteht von Tieren und ein Text über die Seele, er scheint zu sagen, dass bezüglich der sterblichen Entitäten, die einzelnen Entitäten sind zwar sterblich, aber die Gattung oder die Art an sich selbst ist ewig. Deswegen, er glaubt nicht an eine Evolution oder auch an die Möglichkeit vom Absterben von einer Art. Man muss aber nicht das viel zu viel betonen. Das heißt, es gibt diejenigen, die sagen, es ist so klar für Aristoteles, es ist so gewesen. Aufpassen, es gibt zwei Texte. Nicht mehr als zwei Texte, Aristoteles hat viel geschrieben darüber. Aber in diesen zwei Texten ohne Zweifel scheint das sehr die These vertreten hat, dass die Arten oder die Gattungen das Ewige, das Fortdauernde sei bezüglich des Bereiches der vergänglichen Identitäten. Das heißt, dass es immer wieder eine Reproduktion geben wird bezüglich der biologischen Identitäten. Und eine Evolution hat er nicht in Betracht gezogen, das heißt, davon spricht er nicht. Ja. Scheint so. Ja, als Programm, als diese natürliche Gesetze, das der Entwicklung von den einzelnen Entitäten von einer Art vorgeordnet ist. Das heißt, das vorsitzt. Das heißt, für jeden Menschen werden wir eine Entität haben, der diese Entwicklung hat, embryonal und dann Geburt und dann diese bestimmten Eigenschaften, eine Wahrnehmungsseele, eine Ernährungsseele, eine Denkseele und auch eine bestimmte Disposition zur Ethik, zu den Ethiken, zu den ethischen Tugenden. Das ist der Mensch. Und ja, würde so die Lage so einstufen, wobei natürlich es muss auch gesagt werden, es gibt diejenigen, die sagen, nein, Aristoteles sei ein Nominalist, es existieren nur Einzelentitäten und nichts anderes. Das heißt, es gibt als ein Vorkamist oder als Sockam ein nach-aristotelischer, das heißt nach-Aristoteles. Das heißt, die nähern die beiden Positionen einander. Das hängt auch zusammen mit der Interpretation der Ideen, welche gegeben wird. Wenn die Ideen als allgemein interpretiert werden, dann bedeutet ein Nein zur Ideen auch ein Nein zu den Allgemeinen. Aber wenn es gesagt wird, nein, Aristoteles hat sagen wollen, die Ideen seien keine Allgemeine, ja zu Allgemeinen, nein zu Ideen, dann öffnet sich der Weg zu einer anderen Interpretation des Aristoteles. Das Problem ist, was
was hat Aristoteles gegen die Ideen? Das heißt, wie interpretiert er die Ideen? Als allgemeine, und in diesem Sinne natürlich dann eine Ablehnung der Ideen ist eine Ablehnung der allgemeinen, deshalb der Universalien als existierende Entitäten. Und zur Behauptung der Konzeptualität des Allgemeinen. Wenn aber hingegen gesagt wird, nein, Aristoteles hat die Ideen abweisen wollen und nicht im geringsten die Idee mit universal interpretieren wollen, dann natürlich die Frage ist, dann was will er eigentlich machen, wenn er von Allgemeinen spricht? Ja, das heißt, ja, es ist ein Problem. Ja. Jetzt sage ich, oh, es gibt die Ideen, nein, die Ideen werden jetzt weggeschmissen. Ja. Ja, aber das Problem ist, warum will er die Ideen nicht? Weil die Ideen Universalien sind oder weil die Ideen nicht korrekt in Universalien sind? Das heißt, in dem Sinne, dass die Ideen als Einzelentitäten interpretiert worden sind, das ist die Idee. Die Ideen Einzelentitäten sind weitere Einzelentitäten neben den konkreten Dingen. In diesem Sinne würde Aristoteles sagen, nein, ich will diese nicht, denn ich will nicht weitere Einzeldinge. Ich will eine andere Sphäre der Wirklichkeit. Das ist in einem Sinne, er schließt die Ontologie ab. Und er sagt, nein, nur Einzelentitäten. In dem anderen Sinne, er verweist die Ideen aus der Realität, aber er öffnet die Ontologie auf. Das heißt im Sinne, ja, die Ontologie ist Einzelentitäten, aber auch Programme für diese Einzelentitäten. Und diese Programme in der Biologie sind festgesetzt in der Wirklichkeit. Das heißt, diese Eigenschaften gehören zur Struktur der Wirklichkeit. Das heißt, wir haben ohne Zweifel zwei verschiedene Autoren. Das heißt, einerseits ist Aristoteles ein Nominalist, andererseits ist Aristoteles ein Gründer von einer typologischen Ontologie. Und dementsprechend die Kritik an den Ideen ist in den zwei Perspektiven weitaus anders. Denn in einer Perspektive sind Ideen Universalien und werden beide abgelehnt. In der anderen Perspektive, die Ideen sind kein Universalien. Aristoteles will sagen, ich lehne das ab und ich führe die Universalien ein. Und sage, es gibt eine Typologie. Wir haben wirklich zwei Aristoteles. Das kann illustrieren, weshalb so kompliziert ist, den Sinn von dieses Manöver zu interpretieren. Denn ohne Zweifel, Aristoteles sagt immer, machen wir so, haben wir eine schlechte Ontologie. Aber was bedeutet eigentlich die schlechte Ontologie? Jetzt ist eine Frage von Interpretation, von ihm selbst und auch von seinen Verhältnissen zu Platon. Und auch von Platon selbst, natürlich. Das heißt, leider immer mehr die Analyse des Aristoteles setzt voraus auch eine Analyse von Platon. Das ist leider sehr kompliziert, denn schon Aristoteles sich selbst genügt, wenn man auch den anderen aufladen, aufführen muss, ist es nicht so, das Leben wird nicht so angenehm, aber das ist das Problem. Ja, bitte? Vielleicht sagen, also Plato hat gesagt, Wissenschaft kann ich nur mit Ideen betreiben. Ja. Lehre und so weiter führt mich in die Irre. Ja. Aber für einen Biologen ist das natürlich nicht sinnvoll. Der untersucht Lebensvorgänge und er hat halt ersetzt die Idee, aber er braucht doch Invarianten. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, das ist das Problem von der verschiedenen Auffassung der Naturphilosophie bei den zwei Denkern. Denn in Timaios können wir sehen, sagt Platon, über die Naturgesetze können wir also nur eine Ähnlichkeit machen.
Das heißt, es ist nicht Wissenschaft, sondern es ist nur eine Rede, welche der Wirklichkeit ähnlich sein kann, aber das Problem liegt in der Wirklichkeit. Das heißt, diese Art von Wirklichkeit ist unterlegen und in diesem Sinne lässt sich nicht dem, der wissenschaftliche Erkenntnis erschließen. Anders gesagt, bei Platon scheint zumindest in bestimmten Texten die Rede gewesen sein von einer Verachtung, Verminderung des Wertes der Natur und der Naturgesetze, der natürlichen Lebensbereich. Bei Aristoteles scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Das heißt, das ist auch, was die beiden differenzierten Bezüge des Körperhaften und der Materie. Das heißt, bei Platon ist es des Öfteren so, dass Materie und Körperhaftes etwas Minderwertiges sind und auch etwas sichtlich Zerstörerisches sind. Bei Aristoteles ist das nicht so der Fall, nicht zumindest in diesem Ausmaß. Wenn man über die Seele und die Struktur der Seele in der Republik miteinander vergleicht, hat man wirklich zwei Autoren vor sich. Und bezüglich der Naturgesetze kann man sagen, ja, bei Aristoteles lassen sich bestimmte Naturgesetze sehen und sind diese Naturgesetze auch in der Wirklichkeit. Das heißt, es gibt nicht bei Aristoteles eine Erfassung der konkreten, der körperlichen Wirklichkeit als etwas, das so regelmäßig ist, dass sie bestimmte fixe Gesetze, feste Gesetze nicht haben kann. Anders gesagt, bei Platon scheint zumindest in Timaios eine Unordnung zugewiesen worden zu sein der materiellen Wirklichkeit. Das ist nicht der Fall, scheint nicht der Fall bei Aristoteles gewesen zu sein. Bei Aristoteles scheint es so zu sein, dass eigentlich die Natur bestimmten Gesetzen gehorcht und dass die körperhafte Welt nicht in ihrem Wert vermindert wird. Das hängt da mit der generellen Auffassung der Materie und des Körperhaften von den beiden zusammen. Das ist, wenn man zum Beispiel Phaidon 565 Glaube liest, sagt man, dort haben wir sofort die Trennung zwischen Körperhaften und Ideellem, und er sagt, Platon sagt ganz klar, alles was Körperhafte ist, ist Ursache des Bösen. Das heißt, das Böse selbst wird auf das Körperhafte zurückgeführt. Bei Aristoteles findet man nie eine solche, zumindest nicht in diesem Ausmaß, eine Verurteilung des Körperhaften. Wenn man die Struktur der Seele bei Aristoteles schaut, sagt man, ja, er spricht von Ernährungsseele, von Wahrnehmungsseele, von Denkseele, bezüglich der Menschen. Aber er spricht nicht oder nicht in dem Maße, in der platonischen Ausmaß von einem Kontrast zwischen Potenzen der Seele. Während, wenn man die Republik von Platon in Betracht zieht, dann kann man wirklich sehen, ein Kampf, ein ewiger Kampf zwischen dem Monster, das mit dem Körperhaften verbunden ist, zum Beispiel besonders Republik gegen Ende vom vierten Buch und das neunte Buch, das ganze neunte Buch der Republik, vom Staat, der Kampf zwischen des Münsters, des eben den Leidenschaften des Körperhaften zusammenhängt, und dem Intellekt, welchen die Wünsche des Intellektes hast. Das heißt, es gibt auch sogar einen Kontrast zwischen Wünsche des Körperhaften und Wünsche des Intellektuellen, des Intellektes. Das ist die Vision von Platon, ist eine Zeit, eine tragische Vision, eine Vision von Kampf zwischen Potenz in der Seele. Das, meiner Meinung nach, ist nicht der Fall des Aristoteles, weil eben die beiden die Materie auf eine ganz andere Art und Weise interpretiert haben. Platon ist, meiner Meinung nach,
in der Linie vom Pythagorismus und dann von natürlich wird zum Neoplatonismus und zum Pythagorismus öffnen, zu sehen, Aristoteles ist eher etwas für sich. Das heißt, die Materie ist dort, aber ist nicht etwas, das zur Unsittlichkeit führt. Das scheint mir wirklich ein großer Kontrast zu sein zwischen den zwei Denkern. Besonders wenn man die Seele bei Platon und die Seele bei Aristoteles in Betracht zieht, sieht man, wird man mit verschiedenen Universen konfrontiert. Die Vision vom, die Anschauung von Aristoteles ist nicht eine tragische Vision im Sinne von unermesslicher, unversöhnlicher Kontrast zwischen Potenzen. Die Begierde auf einerseits, die körperliche Begierde und der Intellekt andererseits. Was Aristoteles sagt, ist, es gibt in unserer Seele einen Teil, der nicht die Regel der Vernunft befolgt, im Sinne, wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Das heißt, ich kann nicht so sagen, wie kann nicht diesem Teil bestimmte Regeln diktieren, wie ich dem intellektuellen Teil machen könnte. Aber das ist alles. Er hat mit Sicherheit nicht die Vision von die Anschauung der Seele, welche bei Platon in der ganzen Republik, aber besonders im 4. und 9. Buch zu sehen ist. Der Ansatzpunkt ist hier meiner Meinung nach gewesen, dass Platon mit Pythagoreismus und mit Orphismus zu verbinden ist. Das ist auch meine relativ ersichtlich in Phaidon, und Aristoteles hat nicht, aus welchem Grund auch immer, diese Einflüsse gehabt, oder ist der nicht so stark von diesen Strömungen beeinflusst war. Der Ansatzpunkt ist, wie bewege ich mich bezüglich der Materie und des Körperhaften. Ich weiß nicht, ob es andere Momente, dass ich